Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, wie versprochen, möchte ich dir zwei Sachen zeigen, die du daheim selber auch machen kannst. Das eine ist ein ganz kleines Regal, das ich mit zwei Bilderrahmen gemacht habe und einem ganz leichten Brett. Also, es ist so ein Holz, das man glaub, für Flugzeug Bauten und so braucht, also kleine Flugzeuge natürlich. Das ist einfach ganz leichtes Holz, das findest du im Baumarkt. Oder du nimmst sonst irgendein Holz, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich würde dir aber allerdings empfehlen, nimm die Bilderrahmen vielleicht gerade in den Farben, die du gerne möchtest. Ich habe das sehr gespreit. Meine Bilderrahmen, das hat aber leider nicht gehabt. Also ich habe das nachher mit einer Acrylfarbe bemalt, das hat allerdings dann gut gehabt, aber mit dem Spray hat das nicht funktioniert. Das ist das erste Video und Tobi wünsche ich dir viel Spaß.
zweiten Video möchte ich dir einen kleinen Einblick geben, was du alles aus alten Zeitungen kannst machen. Das sind die dahinter, die du siehst. Das habe ich mit Zeitung, wie gesagt, mit alten Zeitungen gemacht. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Viel Spass!
Ich hoffe, es ist wie immer eine kleine Inspiration für dich, wo du daheim wirklich mit einfachen Mitteln machen kannst und dein Votum ganz einfach kannst verändern. Dann noch etwas zu dem Kanal da. Ich habe mir lang Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung dass es weitergehen soll, ob es überhaupt weitergehen soll. Weil natürlich mache ich nicht so viele Videos und in der Schweiz ist es oft wahnsinnig schwierig. Also wird ich der Kanal wird ich in näherer Zukunft löschen. Ich werde aber einen neuen Kanal machen. Und zwar einen Kanal, wo es wirklich rein um das Pappmaché geht, also um Pulp, wo ich meine Vasen mache, meine Skulpturen mache oder eben wie jetzt die Bilder dahinter. Hat aber natürlich auch mit Dekorationen zu tun. Also wenn du dich für Dekorationen interessierst oder was du eben daheim kannst machen mit wenig Geld, dann ist das sicher auch ein Kanal für dich. Es wird weiterhin das Wohnen gehen, aber wirklich mit dem Schwerpunkt alles aus alten Zeitungen. Und da möchte ich dir zeigen, wie das geht, wie du das herstellst, was du alles kannst machen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich dich mitnehmen darf auf den neuen Kanal. Bevor ich den hier aber lösche, werde ich nochmal schnell ein Video aufladen und dich informieren, wie der neue Kanal wird heißen, damit du kannst mitkommen, wenn ich natürlich mir sehr wünsche. Dann würde ich sagen, das ist es für heute gewesen. Ich freue mich wie immer über ein Like, über ein Abo, wenn du es noch nicht hast. Und wie gesagt, wenn du Fragen oder Anregungen hast, bitte schreib mir unten in die Kommentare rein. Ich beantworte dir sehr gern. Also, hab's gut, bleib kreativ, umarm deine Liebste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.